Mein üblicher Arbeitsalltag, den gibt es eigentlich nicht. Aktuell bin ich in einer Projektphase, in der Analysephase. Das ist sehr stark von Online-Meetings oder auch Präsenz-Meetings geprägt. Mein Arbeitsfeld ist sehr abwechslungsreich. Im Arbeitsalltag natürlich Dienstplangestaltung, das ist das größte Thema im Moment. Kontakt mit Angehörigen, das ist so der Hauptpart neben dem Dienstplan, das ist so meine Hauptaufgabe und natürlich die Mitarbeiterführung, wo es täglich mindestens ein Mitarbeitergespräch gibt. Meine Arbeitszeiten sind fix. Dafür habe ich nur eine 37-Stunden-Woche. Da komme ich jeden Nachmittag schon nach Hause, dass ich die Zeit mit meiner Frau und mit meinem Kind verbringen kann. Die Arbeitszeiten sind sehr flexibel gestaltet. Natürlich gibt es einen fixen Dienstplan für jeden Mitarbeiter. Ja, in diesem Moment, ich habe ganz genug Zeit für meinen Arbeitsplatz und für meine Familie auch. In meinem Team gehen wir eigentlich sehr respektvoll miteinander um. Uns ist wichtig, dass wir uns gegenseitig unterstützen und vorantreiben, nicht gegenseitig Steine in den Weg legen. Bei mir im Bereich wird wirklich mit 3 H's gearbeitet, Herz, Hirn und Humor. Manchmal ein bisschen schwieriger, da bleibt der Humor manchmal auf der Strecke, aber das ist eher selten. Meine Führungskraft hat immer ein offenes Ohr für mich. Ich kann meine Herausforderungen, meine Themen immer wieder mit ihm diskutieren und besprechen, um bestmögliche Lösungen zu erarbeiten. Wir haben auch eine offene Fehlerkultur. Also meine Chefin ist immer da, sicher, aber sie hat viele Arbeits auch, aber sie findet immer Zeit für ihre Kollegin, dann sie brauche eine Dinge, wir können immer gehen und reden mit. Also ihre Tür ist immer offen. Meister Spaß an meinem Job ist, dass ich den Fachabteilungen helfen kann, bestmögliche Lösungen zu finden und dass es nicht darum geht, möglichst viel Geld zu erwirtschaften, sondern eigentlich darum, die effizienteste Lösung für das Unternehmen zu finden. Und das ist ein ganz anderer Ansatz, als ich bis jetzt in der Privatwirtschaft verfolgt habe. Den meisten Spaß in der Arbeit macht man wirklich der Umgang mit den Menschen, weil es sehr vielseitig ist, egal ob Bewohner oder Angehörige oder Kollegen und Mitarbeiter. Das ist wirklich ein spannendes Geschichtel und das ist jeder Tag anders. Also, wir finden Zeit für eine gute Lachen. Und wenn eine neue Bewohnerin kommt, ist eine neue Dinge, das kann passieren. Wir haben keine Ahnung, in welchem Status es ist. Also, es ist lustig, es ist nicht lustig. Also, es ist immer eine neue Dinge.